Im Offshore-Bereich werden immer größere Strukturen gebaut, immer größere Bauteile bewegt und das erfordert natürlich auch immer größere Krane. Und damit wir hier größere Krane produzieren können, brauchen wir natürlich auch größere Betriebsmittel, wozu auch der TCC ganz entscheidend dazugehört. Als wir den Auftrag für unseren 5000-Tonnen-Kran in HLC bekommen haben, haben wir uns natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir einen Kran von dieser Größe auf das Schiff aufbauen. So ein Erfindungs- und Innovationsprozess, der da stattgefunden hat. Und daraus war dann im Grunde der Grundstein für den Bau des TCC da. Wir konnten schon nach nicht mal einem halben Jahr Konstruktionszeit mit der Fertigung beginnen. Die Fertigung an sich hat etwas mehr als ein Jahr gedauert und der Aufbau hat dann noch mal fast ein halbes Jahr gedauert. Die naheliegendste Veränderung für den Bau und den Betrieb des TCC ist natürlich der Bau der Schienenanlage. Aber wir mussten auch in der Produktion einiges Neues anschaffen oder umstrukturieren. Im Stahlbau beispielsweise ganz neue Größen von Fertigungstischen, auf denen wir die Stahlkonstruktionen zusammensetzen. Ein Kran mit über 100 Meter Höhe hatten wir noch nicht. Und nur dadurch, dass man wirklich bereit war, auch neue Wege zu gehen und zusammenzuarbeiten und gute Ideen hatte, war es möglich, diesen Kran überhaupt ins Leben zu rufen.